Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Wild Arms. Ich habe mir angesehen gehabt, wo ich denn hin muss. Tatsächlich ist es sowas von lächerlich, dass ich das nicht geprüft habe, ist ehrlich gesagt ein bisschen dämlich von mir gewesen. Denn ich habe nicht gesehen gehabt, dass das hier eine Illusionswand ist. So, Potion Berries dreimal. MP Up einmal. Gimmel Coin. MP Up. Maximum MP is increased by 10%. Okay, braucht 2 Punkte. Cecilia, du brauchst mal so ein bisschen MP. Bei ihr macht es halt auch ein bisschen mehr Sinn bei 10%. Bei 10% wäre bei ihr tatsächlich halt 10 MP mehr. Bei Jack wäre es, glaube ich, nur 3 MP. Ja, Cecilia wird sich dessen alleine annehmen. Was hat das für Mochi-Angriffe? Ganz im Ernst. So, und weiter geht's. In der Hoffnung, dass ich hier, ja, Items finde. Gellarkat. Das Witchbuch, Episode 3. Landkarte. Vielleicht finden wir das halt später heraus. Oder es ist tatsächlich irgendwas Optionales. Okay, ich hätte damit gerechnet gehabt, dass es hier irgendwas Spezielles halt gibt. Gigamantis. Ja, doch, wir greifen einfach mal so an und... Wir verdoppeln einfach mal das Geller von beiden.
Ich werde auch die Erfahrungspunkte nur für Cecilia halt erhöhen. Also sprich, die... Wobei, wartet, ich kann Lock-On und einmal ein Boosted Shell auf dich machen. Du kannst Accelerator mit Speedfang machen und du machst bitte eine Lucky Card auf dich. Ja, macht das mehr, damit halt Nullify Earth halt immer wieder prockt. Das finde ich gut. Der erste ist schon mal down, das ist sehr gut. Ja, doch, ich werde Boosted Shell halt weiterhin verwenden. Jack, du greifst an und du machst mal ja doch, wir werden mal Analyze machen. Schauen, ob wir irgendwas daraus erkennen können. Schwach gegen Eis, das ist gut. Lock on, Boosted Shell. Accelerator, Speedfang und du machst bitte ganz dringend einen Heal auf Rudy. Heile bitte Rudy! Meine Güte! Oh, sehr nice. Sehr, sehr nice. Oh, Rudy kriegt aber auch gute Erfahrungspunkte. Und wir haben Anna's Bracelet sowie HP ab 2 sogar bekommen. Das ist nice. Alle haben Level Up bekommen, das ist sehr gut. Vor allen Dingen auch hat Cecilia endlich Jack auch überholt. Was sehr gut ist. Ich müsste jetzt aber auch alle Dings erhalten haben. Alle Schätze hier raus. Dies ist ein Labyrinth, wo die Wahrheit verdeckt wurde. Schamanen, befreie mich. Setze das Licht über der Welt mit meiner Kraft. Bevor die Welt eingehüllt ist von Furcht, Trauer und Verzweiflung, öffne die Zukunft mit meinem Licht. So viel dazu, mit von wegen, ja, wir werden das letzte Mal halt noch mit dir hier kommunizieren. Medium Flash-Hit erhalten.
Ja, da kommen wir auch nicht raus. Alles klar. Was haben wir hier denn alles? Erdelemente, Wasser, Feuer, Wind. Eine Barriere, die Elementarschaden verringert. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber wir haben den Dungeon jetzt halt geklärt. Und so wie es... Ja, das hatte ich mir nämlich schon gedacht gehabt. Im Gegensatz zum Original kommen wir nämlich hier nochmal halt hin. Wir haben auch HP abbekommen. Ja, 20%, das hatte ich mir schon gedacht. Ich brauche unbedingt ein bisschen mehr an Level, damit ich den gesamten Quatsch auch equippen kann. Ist das? Ich bin mir sicher, das ist das Armband meiner Frau Anna, das sie getragen hat. Gut gemacht. Ich danke euch zutiefst, dass ihr es zurückgebracht habt. Vielen Dank. Hätten wir nicht den Fehler gemacht, Courage oder Rücksichtslosigkeit für Courage zu halten, hätten wir ein gänzlich anderes Leben geführt. Es ist so eine Ironie, dass so, dass einer nicht realisiert, dass du die Kraft zum Beschützen hast, dass du die Kraft, etwas Wichtiges zu beschützen, bis du, dass du die Kraft nicht hast, warte mal, it's such an irony that you don't realize. So eine Ironie, dass du nicht realisierst, dass du die Kraft, etwas Wichtiges zu beschützen hast, bis du es verloren hast. Courage, Rücksichtslosigkeit. Jeder glaubt, oder ja doch, jeder glaubt, dass unbändige Kraft mutig ist, aber sie ist bedeutungslos. Nur wenn du deine Kräfte nutzt, um etwas wirklich Wichtiges zu beschützen, dann kann man es wirklich Courage nennen. Wenn du es Courage nennst, dann werde ich... Dies ist das Schwert, das ich als Wanderer benutzt habe. Es ist alt, aber es hat eine geheime Kraft. Ich bin mir sicher, dass ihr es sehr nützlich findet. Bitte akzeptiert es als mein... als mein Geschenk. Acute Angle, das ist ein... Okay,
Okay, je stärker die Verteidigung ist, umso effektiver ist das. Also, okay. Und die Kraft verstärkt sich natürlich halt durch Accelerator. Ich finde das cool gemacht, dass Accelerator so viel größeren Nutzen halt hat. Ein Schiff ist am westlichen Ufer oder westlichen Hafen angekommen. Ich würde aber auch sagen, ich speichere hier jetzt einmal ab und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Von daher bis zum nächsten Let's Play Part. Blood SFB meldet sich ab.